Habt ihr schon mal Brotsalat gegessen? Nein, ich vorher auch nicht. Ich war auf einer Party und da gab es Brotsalat und den fand ich total lecker. Und da habe ich mir das Rezept gleich mitgenommen. Und heute möchte ich euch zeigen, wie es geht. Habt ihr Lust? Seid ihr neugierig? Dann kommt mit! Und das sind alle Zutaten, die ich brauche. Ich habe Tomaten. Ihr könnt auch kleine Cocktailtomaten nehmen. Dann habe ich Pinienkerne. Die könnt ihr weglassen, wenn ihr die nicht so gerne mögt oder nicht habt. Dann Essig und Öl. Auch Rapsöl geht. Dann habe ich Rucola, eingelegte Tomaten, Pfeffer, Salz, ein bisschen Honig, eine Zwiebel. Die rote Zwiebel ist im Moment alle. Darum habe ich jetzt eine normale genommen. Mein altes Brötchen. Ihr könnt auch Ciabatta-Brot nehmen. Dann habe ich noch eine Zitrone und ein bisschen Parmesan und die Knoblauchzehe. Ich habe jetzt noch eine halbe hier, da dieses, was ich euch jetzt zeige, mein Mittagessen wird für mich alleine. Und mit dem Brötchen fangen wir an. Das schneide ich jetzt in kleine Würfel. Und mache mir da kleine Brotcroutons von. Da habe ich euch ja schon mal ein Video reingestellt, wie das geht. Die Würfel sind fertig. Jetzt kommt ein bisschen Öl in die Pfanne. Ihr könnt Rapsöl nehmen, ihr könnt auch Olivenöl nehmen, wie ihr es am liebsten mögt. Und wenn es ein bisschen warm geworden ist, das Öl, dann kommen die Brotwürfel da rein. Und dann röste ich die an. Jetzt kann ich gerade schon einmal meine Knoblauchzehe einmal auspressen. Die kommt dann kurz vorm Ende, wenn die Brotkrümel schon ein bisschen braun geworden sind, kommt die dazu. Hier geht natürlich auch Knoblauchgewürz oder ihr lasst es ganz weg, wenn ihr es nicht mögt. Wenn ihr mehr Brot habt, das ist ja wie gesagt jetzt für ein oder zwei Personen, was ich hier mache, dann müsst ihr die nacheinander anrösten, weil da braucht man schon ein bisschen Platz. So, immer ein bisschen umdrehen. Und gucken, dass alle Seiten braun werden. Und wenn sie jetzt fast fertig sind, dann gebt ihr einmal die Knoblauchzehe da rein, presst das einmal aus. Oder Knoblauchpulver, geht genauso. Einmal ein bisschen durchrühren und schon ist das aromatisiert. Und wenn sie schön kross geworden sind, gebe ich sie auf einen Teller. Jetzt putze ich die einmal gerade aus und dann kommen da nämlich noch die Körner rein. Die sollen hier auch einmal kurz angebraten werden, angeröstet werden. Und zwar meine Pinienkerne. Wer sie nicht mag oder wem sie zu teuer sind, also es ist nicht zwingend nötig, die da rein zu tun. So, da sie ja nur für mich sind heute, mache ich nur ein paar rein und auch die einmal anrösten. Aber Vorsicht, die verbrennen recht schnell. Da braucht kein Öl rein. Einfach nur so trocken in der Pfanne einmal anrösten. Jetzt fangen sie langsam an, ein bisschen Geräusche zu machen und sie werden auch schon braun. Und sie duften auch schon. Und dann dürfen sie auch schon da raus aus der Pfanne. Die Zwiebel habe ich schon einmal gepellt. Jetzt schneide ich die einmal in kleine, feine Ringe. Ihr könnt sie natürlich auch in Würfel schneiden. So, für mich reicht eine halbe. Und jetzt machen wir weiter mit der Soße. Da brauche ich einmal ein bisschen Zitronensaft. Dann brauche ich Pfeffer. Und Salz. Das müsst ihr nachher wieder abschmecken, so wie ihr das mögt.
Dann geht es weiter mit dem Essig. Dann nehme ich einen Teelöffel. Nein, natürlich einen Esslöffel voll. Und das Olivenöl oder auch Rapsöl oder was immer ihr gerne mögt, kommt auch mit rein. Und süßen tue ich das diesmal mit Honig. Da der jetzt im Moment ein bisschen fest geworden ist, stelle ich den gerade noch mal in die Mikrowelle. Ich will ja flüssigen Honig haben und keinen festen. So, jetzt ist er wieder flüssig. Dann nehme ich einen Teelöffel. Könnt auch gerne mehr nehmen, wenn ihr es ein bisschen süßer mögt. Und das Ganze rühre ich jetzt einmal durch. Dann einmal probieren, ob es würzig genug ist und süß genug ist. Für mich passt es. Und stelle ich das gerade wieder an die Seite. Jetzt geht es weiter mit den Tomaten. Also ich habe jetzt kleine Tomaten hier genommen. Cocktailtomaten sind auch prima dafür. Die Zwiebelringe gebe ich schon mal rein. Auch die Tomaten kommen dazu. Jetzt kommen die eingelegten Tomaten in Öl. Sind auch sehr lecker. Da kann man auch, wenn man mag, das Öl auch noch mit da rein tun, ein bisschen. Dann gibt es den Geschmack auch noch. Und ansonsten nehmt ihr die raus aus dem Glas und schneidet die fein in Streifen. Für mich nehme ich jetzt ja, 4 Stück, denke ich mal, das sollte reichen für meinen Salat. Die genauen Angaben schreibe ich euch in die Beschreibung für einen Salat für 6 Personen. Und auch das kommt mit zu den Tomaten rein. Und jetzt fehlt nur noch mein Salat. Den einmal putzen, wie immer ihr das mögt. Ich esse das eigentlich mit allem, was da dran ist. Das schneide ich einmal grob durch. Mische den Salat gerade einmal kurz durch hier. So. Dann gebe ich den Salat mit drauf. Basilikum habe ich auch schon rausgeholt aus meinem Töpfchen oder habe ich abgepflückt. Den schneide ich jetzt auch ein bisschen klein oder pflücke ihn einfach klein. Kommt der auch mit dazu? Kommt auch mit rein. Wenn ihr kein Basilikum habt, könnt ihr auch italienische Kräuter nehmen. Geht genauso. Da ich ihn jetzt gleich essen möchte, gebe ich jetzt auch alles dazu. Die Pinienkerne, die Brotwürfel und auch mein Parmesan, den ich gleich da einfach reinhobe. Wenn ihr es vorbereiten wollt, würde ich den Salat erstmal waschen, das andere soweit vorbereiten. Und wenn die Gäste da sind, würde ich dann alles zusammenkippen, bevor man es auf den Tisch stellt. So, mein Mittagessen gibt es hier aber jetzt. Und somit gebe ich die Brotcroutons damit rein. Ich brauche vielleicht nicht alle. Die anderen kann man wieder auf dem Sofa schön vor sich hin knabbern. Und jetzt nehme ich einfach das Parmesanstückchen und hobel mir hier einfach ein paar Späne ab. Der Salat ist wieder gut vorzubereiten und ich finde ihn lecker. So, das reicht mir erstmal. Und jetzt wird einfach alles durchgemischt. Und dann ist mein Mittagessen fertig, mein schnelles. Ich finde, das ist mal eine schöne Alternative. Und außerdem ist mein Brötchen jetzt auch weg vom Vortag.
Man kann ihn gut vorbereiten. Es ist mal was anderes als immer Nudelsalat oder Kartoffelsalat. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder rein. Wenn es heißt einfach und lecker mit Claudia. Ich würde mich freuen. Bis bald und guten Appetit!